2 Gramm auch genau und vor allen Dingen dieser Sprühzirkel halt nochmal ein bisschen genauer. Ne? Vielleicht auch ein bisschen mehr Farben. Und wo du Schablonen ranhalten kannst einfach, weißt du? Wo du dann nochmal Ränder nochmal besser sprühen kannst oder solche Geschichten. Ne? So, hier sind wir angekommen. Wir gucken mal nach, ob die Fahrgäste hier Müll hinterlassen haben. Manchmal kommt das ja vor. Sieht gut aus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier Ente. Money, 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 money. Sehr schön. Okay. Sehr gut. Okay. Dann mal zurück zur Karte. Wie sieht's denn da aus? Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Erhöhe den Level der Kehrstadt-Bushaltestellen auf 8. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir eine neue Strecke machen. Wir müssen jetzt alles auf 8 erhöhen. Was haben wir denn da? Die ist auf 7. Die ist auch auf 7. Dann fangen wir mal hier an. Einmal das da. Die können wir noch nicht machen. Die können wir erst machen, wenn das fertig ist. So, wie sieht's denn da jetzt aus? 7, 7. Das ist 11. Das ist auch schon mehr. 8. 8. Er sagt bloß, wir haben es im Prinzip. Ah, da, der Planet, das Planetarium muss noch. Und die Kirche muss auch noch. Also einmal die Kirche und einmal der Planetarie. Dann speichern wir das mal und dann fahren wir mal die Strecke, dass wir die auf 8 kriegen. Fahrt starten. Dann haben wir die nämlich auch auf 8. Mehr Leute werden den Bus nehmen als üblich. Das ist gut, das bringt Kohle. Das ist super. So, wir schmeißen mal den Retarder an. So, Retarder ist an. Ist retardiert. Das ist so wie den mit den Bildlesern, die sind auch alle retardiert. Heute bin ich auch wieder sehr hart gegen die Medien, ne? Bild. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte, sollst du bekommen. Also, einzeln, Standard, eine. Ja, jeder Tag ein Feiertag. Das Danke. Passt ja heute, Leute. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, Tag, bitte. Senior, 2. Ich weiß nicht, ob du die zweite überhaupt noch brauchst, ob du da noch lebst. Ich brauche eine Fahrkarte. Einmal eine Wochenkarte für den Senior, der ist auch sehr zuversichtlich. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Einmal einzeln, einmal für den Studenten. Auch das da sind 3,20. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln und Senior. Soll er auch bekommen. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Und auch nochmal einzeln, Senior. Kriegst du auch, sind 1,40. Okay. Echt schön, dich zu sehen. Na? Was ist da los? Achso, Tag. Also, er hat nichts gesagt, aber will was haben. Das ist immer auch ganz lustig. Sind 4,60. So, das dürfte es gewesen sein. Fahren wir mal los. Ah. Nächster Halt, Windfeld Ost. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Sehr schön. Schöne weite Strecke hier immer. Finde ich geil. Das macht einfach Laune. So, dann haben wir Winfield Ost. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Ja, der Witz ist so alt, der hat schon Bart. Das ist übrigens auch mit den Witzen von Mario Bart so. Die sind auch alle so alt. Das heißt auch Mario Bart, weil die Witze alle schon Bart haben. Ich bin sowieso immer manchmal schockiert, was für Komiker irgendwo hochgehalten werden, ja, also. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Senior.
Danke. Jo, passt. Eine Fahrkarte bitte. Dann haben wir nochmal Venue. Eine Woche. So, dann haben wir jetzt 12 Simoleons. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich kannst du eine haben. Als Student, ja, warum nicht? Hey, drücken. 460. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte nochmal für den Tag. Und das sind 1380. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Sollst du bekommen. Wir wollen heute wirklich wissen, was Sache ist. So, haben wir. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Jo, einmal für die Woche, einmal für den Studenten. Menge 2. Dann sind 2 Simoleons zurück. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln, Standard. Sollst du bekommen. Danke. Oh. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Standard. Auch das geht einmal raus. Sehr gut. Gut. Auf wie geht's? Kerststadt. Kirche. Kirche. Ich musste gerade meinen Hals kratzen, deshalb habe ich gerade so einen komischen Blick gehabt. Ja, so. So. Nicht, dass ihr euch immer wundert, warum guckt ihr jetzt auch immer so nach unten? Das ist sehr nett, danke sehr. Sehr busfahrerfreundlich eingestellt, die Leute hier. Okay. So, da vorne kommen wir dann schon bei Kerststadt rein. Genau. So, dann müssen wir hier einmal noch links. Das ist das andere rechts sozusagen. Okay, dann müssen wir hier nach rechts. Haben wir auch. Ist das schon die Haltestelle oder muss ich da nochmal einmal um die Ecke? Warte mal, da muss ich mal gucken. Das Navi hätte ich gerne, dass man es zoomen könnte. Etwas zoomen. Bei denen gibt es ja einen Multiplayer. Ja, bei das Ding gibt es einen Multiplayer. Richtig, richtig, richtig. Wir müssen noch einen weiter nach vorne. Ja, Multiplayer-fähig. Synchron fahren. Oder einer fährt und anderer macht Fahrkartenkontrolle. Auch das geht. Nächster Halt, Kerststadt. Ja. Kirche. Geht so einiges. Oder man fährt, man wechselt sich während der Fahrt ab. Auch das würde gehen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte. Was haben wir denn? Einzelne Standard. Und Menge 1. Drucken wir das mal aus. Sind dann 280. Danke. Die gönnen wir uns natürlich. Dann nochmal einzelne Standard. Danke. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Weiß ich nicht, ob das Huhn die Straße überquert hat. Gut, dann hat man Spaß für 5 Minuten. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe zwar mal im Multiplayer gespielt, aber das war nicht allzu lange. Wie lange haben wir nicht gespielt? 1,5 Stunden oder so.
Weil der andere, der da spielte, ist eher Spieletester. Und spielt halt solche Dinge immer meistens eher kurz an. Weil der auch sehr viele Spiele spielt. Der spielt pro Monat, glaube ich, so um die 20 verschiedene Spiele oder so. Da hast du für ein reguläres Multiplaying natürlich nicht mehr so die Zeit. Ne? Außer bei der Busfahrer eskalieren. Ja. Wenn die Butter dann fährt, dann läuft's wie geschmiert. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Aber wenn beide Busfahrer eskalieren, könnte interessant werden. Aber dann würde ich eher sowas spielen wie Just Cause oder sowas. Beim Eskalieren. Ich glaube, das macht dann mehr Sinn. Weil sonst ist die Firma ruckzuck pleite und dann ist es vorbei mit Fahren. Ja, das ist halt so eine Geschichte dann halt, wa? Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Habt ihr mitbekommen? Er war Banker, es hat sich aber nicht mehr ausgezahlt. Ja, ja, da werden die Gelder veruntreut, Leute. So läuft das mit der Kohle, hä? Wenn die Kohle verschwindet. Oh, da vorne haben wir dann unsere Tyson Planetarium. Ja, geh mal hier. Ist das Zebrastreifen? Okay. Ich wollte schon meckern, aber er hat ja recht. Er kann ja darüber. Das ist ja alles korrekt, oh. Ja, tschüss, tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ich muss nochmal gucken, ob ihr irgendwie Müll hier hinterlassen habt. Ja, sieht gut aus. Pass. Ist alles in Ordnung? Money. So, ist auf Rang 8. Die Winfield-Geschichten sind jetzt noch nicht auf 8. Das ist aber blöd. Die sind nicht auf 8. Wir müssen die doch auf 8 bringen, Leute. Pass mal auf, vielleicht muss ich da auch einfach Personal raufbringen. Wartet mal. Das heißt, wir werden mal hier zwei Leute wegmachen und werden die Personalien mal hier raufmachen. Da werden wir hier Personal raufkriegen. So, da haben wir. Dann brauchen wir natürlich Busse. So, und damit wir die Fahrt nicht gleich haben, so wie vorher, machen wir jetzt mal umgekehrte Strecke. So. Wir fahren die Tour jetzt sozusagen zurück. Ja. Hat's nicht ganz gereicht für Rang 8? Ist ja mein Ding. Halt, einer noch. So, okay, sonst wäre der Retarder nicht richtig eingestellt. Der muss natürlich auch schon mal richtig zuppeln, ne, der Retarder. Der muss ein bisschen Leistung bringen. Aber hier so am Wasser kannst du auch wohnen, wa? Das sieht schon. Wenn du da so draußen. Das ist schon nice. Wäre nicht verkehrt. Ich will nicht wissen, was die Grundstücke hier kosten. Sind doch so alles so ziemlich neue Einzelwohnungen hier für Familienhäuser. Ne? Das ist schon geil. Ist zwar nicht unbedingt mein Baustil, aber das riecht schon ein bisschen nach Kohle. Ne? Ich will nicht wissen, was die Grundstückspreise sind. Zu Miete wohnst du hier bestimmt nicht. So, das Tyson Planetarium. Das ist auch ein schönes Gebäude. Fällt mir gerade so auf. Sieht echt wirklich nett aus. Jo, das werden wir hier mal absenken. Pass mal auf, weil am Anfang ja die Zeit nicht zählt, will ich mir mal kurz das Planetarium mal angucken. Ja, kannst du bringen, wa? Das geht in Ordnung. Da weiß ich noch nicht, was ich drüber denken soll. War ein schickes Gebäude eigentlich. Schicke Gebäude. Gefällt mir. Gut. Ja, ja, ich weiß, ihr wartet. Ihr wollt mitfahren. Machen wir das mal. Also, was willst du denn haben? Einzeln. Student. Danke. Jo, gerne doch. Da muss man sich mal vorstellen, da steigt der Busfahrer einfach aus, um sich mal das Planetarium anzugucken. Kommt im Real Life auch nicht oft vor. Eigentlich gar nicht. Nächster Halt, Kerststadt. So, Kerststadt.
die Aussicht am Hafen ansehen. Ja, die Aussicht am Hafen, das stimmt allerdings. Sollte man sich wirklich mal anschauen. Lohnt sich. Lohnt sich. Ja, die warten immer. Das sind super nette Leute hier. Yes. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Ja, hallo, Kollege. So, hier müssen wir dann einmal nach rechts. Ist es das hier schon? Er sieht so aus, ja. Nächster Halt, Kerststadt, Kirche. Gut, okay. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Sollst du bekommen. Einmal einzeln, einmal Senior. Und raus damit. Sind 3 Simoleon 20. Sehr schön. Was stinkt denn hier so? Ja, das ist dein Hintern, den hast du nie erwaschen. Der stinkt hier aber gewaltig. Nächster Halt. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ich bleib mal hier stehen. Nicht so gemein bin ich dann auch nicht. Vor allen Dingen muss ich ja selber irgendwann mal ans Ziel kommen. Aber ist schon geil, ne? Oh, Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Na, magst du fahren oder magst du nicht fahren? Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Er will fahren. Er hat sich entschieden. Da haben die extra schon gewartet. Ja? Da haben die extra schon gewartet. So, wir machen mal diese Berliner Methode. Moment, wo ist mein Hut hin? Ja. Wo ist dein Hut hin? Oh, mega Stau. 2 Minuten 57. Na, das wird doch geil. Mann. Ja, was willst du nicht, er will. Was denn los? Winter der Leidenschaft. Ich hab den Randstein berührt. Na, geil. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Ich hab den nur berührt. Dann sollen sie uns mal den Berliner Busfahrern erzählen. Die fahren dauernd auf den Randstein, ne? Manchmal könnte man sagen, dass der Bürgersteig die erweiterte Straße ist. Jetzt im Ernst. Randstein berührt. Man kann sich auch pissig haben, ja? Jetzt im Ernst. Na gut. Blinker blinkt. Da vorne würde es im Prinzip zum Flughafen gehen. Den haben wir dann als nächstes freigeschaltet. Ist natürlich auch nice. 1 Minute 22. Könnten sich aufgehen. Da kommt auch ein Flugzeug. Ja, yeah. The Airplane. Aber so langsam wie der ist, ist es nicht Aeroflot, das ist Aerolarm.